Hallöchen, Leute. So, ihr seht hier schon, Zeck McCracken. Ja, jetzt sputet er nach. Ja. Spät in der Nacht liegt Zick alleine, im Bett allein, wie immer. Ja, so. Ich habe es jetzt geschafft, dieses Spiel auf Deutsch zu kriegen, auf Deutsch zu machen. Ein Stück laufen. Es ist auf Deutsch, aber es läuft nicht über den Amiga. Es läuft über eine andere 8- oder 16-Bit-Maschine. Ich denke, ich muss nichts dazu sagen. Aber wie habe ich das geschafft? Weil ich habe es nicht geschafft, das Spiel direkt als Disketten-Image zu kriegen, das Spiel direkt als Disketten-Image in Deutsch zu kriegen. Das musste ich mir jetzt hier selber basteln. Wie ich das gemacht habe, zeige ich euch gleich. Da steht schon, please insert disk to press return. Das steht in Englisch da, weil ich habe mir das selber gebastelt. Und es sind 3,5 Floppy Zoll, Disketten, 3,5 Zoll. Ja, 1 und 2 und gleich wieder die 1 und ne, ja, Rest. Ne. Ist ein bisschen nervig hier. Ist aber nur der Anfang, glaube ich. Ich muss euch das leider so zeigen, über den Monitorgedönse hier. Und da steht auch jetzt schon, gehe zu, öffne, schließe. Und wenn ich jetzt hier zu Sushi gehe, ist das Sushi im Glas. Steht auch Anrufbeantworter und Wanduhr. Also es ist auf Deutsch. So, wie ich das gemacht habe, mir das auf Deutsch hinzubasteln, zeige ich euch gleich mal. Also sehen wir uns gleich am PC wieder. Ich kann euch leider nicht zwecks fehlendem RGB to HDMI-Konverter das nicht auf dem PC direkt zeigen, also direkt abfilmen. Ich muss das über Kamera hier machen und Monitor. Geht nicht anders. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. So, dann sind wir jetzt auf dem PC. Fürs Video seht ihr schon, hier habe ich schon mal vorbereitet. Da gibt es zu downloaden. Ich weiß es nicht so ganz richtig, aber anders komme ich nicht an die Sachen ran. Zeck McCracken and the Alien Mind Busters, blablabla, CRB dran, ist keine Ahnung was. Ich weiß gar nicht, ob das gecrackt ist oder nicht. Und hier steht noch was mit German. Habe ich einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch. Ich habe gesagt, es war nicht einfach, das auf Deutsch zu kriegen. Also ich habe es nicht auf Deutsch gekriegt als Image-Datei, und zwar ist die Image-Datei .st. Das ist eine Disketten-Image-Datei, die man mit einem speziellen Programm auf die Diskette packen muss, weil das nicht 720 Kilobyte, sondern 820 Kilobyte sind. Da muss man auch ein bisschen den Floppy-Controller ein bisschen austricksen, dass er das kann. Es geht auch mit USB-Diskettenlaufwerken, das habe ich aber nicht. Ich habe jetzt ein normales Diskettenlaufwerk und hier extra noch ein PC hingestellt. Das zeige ich euch ja gleich nochmal wieder. Mache ich dann wieder mit dem Handy. Aber das ist die englische Version. Und die kriege ich auch so nicht geöffnet. Und die deutsche Version ist das. Das ist die deutsche Version. Die habe ich gekriegt über eine Seite. Ich weiß nicht, ob ich die nochmal rauskriege.
Die heißt ScumVM. Da ist schon drinne. Ich kann ja Remove machen hier. Yes, mach mal weg. Add Game. Desktop fürs Video. Deutsch. Language German, Atari ST. Das ist ein Emulator. Und wenn ich das starte, ist es auf Deutsch. So. Problem ist aber allerdings, diese deutschen Dateien, die muss ich ja irgendwie in diese ST-Datei reinkriegen. Das kann ich ja nicht einfach so da reinschieben oder so. Da gibt es auch kein, ich habe bis jetzt zumindest nichts gefunden, was irgendwie damit funktionieren soll. Ich habe ein bisschen gegoogelt. So wie mit dem C64, der Dir Master, wo ich hier ein C64 Floppy, ich nehme mal ein New Disk, aufmachen kann, ein Image vom C64 und dann da die Dateien reinschieben könnte. Einfach so reinschieben. Das geht wahrscheinlich wohl irgendwie mit irgendeinem Programm, ich weiß aber nicht mit welchem, habe ich nicht rausgekriegt, welches das wie das funktioniert. Ich habe das auf einen anderen Weg gemacht. Ich habe hier ein, das nennt sich Hatari. Das ist ein Atari-Emulator, Atari-ST-Emulator. So, das funktioniert jetzt nicht. Ich muss erstmal auf Floppy Disk gehen. Mach mal Drive B weg. Double Side mach mal weg. Browse. Nee, Users. Ja, nee. Wo war hier? Desktop fürs Video. Nee. Und Englisch. Nimm die erste Image. Back to Main. Ich mache nochmal ein Reset. Hat jetzt nur Laufwerk A, so wie mein Atari auch. Ich habe kein Laufwerk B. Das macht aber nichts. So. Das ist Diskette A. Das ist die englische Version. Das ist diese. Das Image, das Disketten-Image und ihr seht schon, ich hoffe, man kann es sehen. Ich mache mal größer. Machen wir die. Ja. Funktioniert ungefähr wie ein Atari halt funktionieren soll. So, jetzt mache ich das mal ein bisschen größer. Und ihr seht schon, da sind diese FLLF, nee, LLFL-Dateien, mein Gott, drinnen. Fürs Video, die Deutschen, das sind die. Jetzt könnte ich das versuchen, da reinzuschieben. Es funktioniert aber nicht. Ich kann nicht die Datei da reinschieben. Das geht nicht. Ja. Ich kann auf das Image halt hier in diesem Emulator zugreifen und ich kann das trotzdem rüber kopieren. Und zwar gehe ich auf Harddisk. Ich kann eine Harddisk emulieren. Desktop fürs Video. Deutsch. Back to Main. Floppy Disk. Da habe ich jetzt die Englische, ja, 1 ist drinne. Mach mal B, double-sided, browse. Der Einfachheit halber habe ich das so gemacht. Ich zeige es euch jetzt einfach, wie ich es gemacht habe. Fürs Video, damit ich das besser, schneller finde. Ich kann auch über die ZIP-Dateien, aber dann schreibt er das nicht auf das Image. Das war mein Fehler. Ich habe das schon zweimal versucht. Das ging nicht. Ich kann auch in die ZIP-Dateien rein, aber dann schreibt er hier auch, ich kann das auch benutzen, aber sobald ich den Emulator ausmache, ist es wieder Englisch. Deswegen, ich muss es wirklich auspacken und direkt hier drauf haben, das ist jetzt Nummer 2, direkt auf der Festplatte ausgepackt drauf haben, aus der ZIP-Datei, dann geht das. Back to Main, Reset.
So, und jetzt startet er auch von der, angeblich von der Festplatte. Jetzt habe ich hier Disk C, Disk B, Disk A. Disk A ist hier jetzt die erste Diskette, das erste Disketten-Image. Das dauert immer ein bisschen. Da ist Safe Games drin, Zack Programm und so weiter. Das, was ich brauche. So, dann mache ich mal hier mal an der Seite. Und unter Disk C habe ich jetzt aus diesem Ordner die Dateien von dem Deutschen. So, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bis 58 hoch. Ich zeige es euch nochmal. Ich gehe hier nochmal. Da, zeig mir, kriegt ein Deutsch, geht bis 58 hoch. Und jetzt könnt ihr euch eigentlich schon denken, was ich gemacht habe. Ich habe die einfach. Ich mache das jetzt einfach mal symbolisch. Ich habe das ja schon auf Diskette drauf. So. Packe ich mir in zwei Fenstern. Dann bin ich hier hochgegangen. Das habe ich mit Diskette B auch gemacht. Da ist 00. Dann fängt es mit 17, 18 an. 19, glaube ich. Und dann ging ich hier hoch. Die FLL, wie auch immer, LLF. Darüber. Copy Files. Ja, ist vorhanden. Bla bla bla. Und dann kopiert er. Und dann kann man hier auch unten sehen in der Ecke. Und so weiter. Jetzt hat er das rüber kopiert. Jetzt ist die 00-Datei in dem Image drin. Und wenn ich jetzt Quit mache, ja, bla bla, dann ist diese Datei in diesem Image drin. Und dann kann ich das Image auf die Diskette packen. Das muss ich euch jetzt nochmal mit dem Handy zeigen, wie das funktioniert. Mit dem Programm, weil ich habe hier, ja, ich habe das jetzt nur auf dem PC drauf. Ich mache es nur exemplarisch mal mit USB-Stick, wie auch immer, habe ich alles rüber kopiert. Zeige ich euch gleich mal, wie das da funktionierte, wie ich das da drauf die Diskette und dann ging es in den Amiga. Also zeige ich euch nur mal schnell. Soll jetzt hier keine direkte Anleitung werden, wie das genau funktioniert, was ihr alles braucht und installieren müsst. Ich werde das mal unten versuchen rein zu verlinken, was wir brauchen da, oder was ihr braucht dafür. Naja, mach mal weg. Sprich, hier den Atari, wo ich das her habe, das Image-Programm für den Atari verlinke ich mal unten rein. Und die zwei Sachen, die ihr braucht, um das auf dem PC zu machen, mit einem USB-Diskettenlaufwerk, weiß ich nicht, ob es hinhaut, aber mit einem PC, der normale Diskettenlaufwerk, 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk, 1,44 MB ansteuern kann. Ein älterer, was weiß ich, XP-PC oder ein Laptop oder was auch immer, zeige ich euch dann gleich. Also kommt gleich nochmal Handy-Video. So, jetzt bin ich hier auf dem PC, aber irgendwie haut das hier mit dem Automatik-Zoom und dann den ganzen Kram nicht hin, egal. Ich zeige euch das gleich, wie das geht. Ich habe hier schon eine Datei, eine Sache offen. Also ihr braucht einen PC. Ich habe jetzt hier so einen alten Shuttle-PC, das ist ein Intel, was weiß ich was. Sieht wüst aus hier, weil das interne Netzteil nicht hinhaut, habe ich ein externes genommen. Ist ja alles ein oder dasselbe. Ein Diskettenlaufwerk, natürlich nicht mit dem Deckel offen, das habe ich gemacht, um das einmal zu reinigen. Da werde ich nochmal ein kleines Video machen für jemanden. Das ist aber jetzt uninteressant. Und ihr braucht einmal heißt das hier Flow Image 1 oder wie das heißt, oder Flow Image 102, wie auch immer das jetzt heißt. Jetzt gehe ich da nochmal raus. Ich muss nochmal Arbeitsplatz, Datenträger. Ich hatte es hier eigentlich versucht mit einem. Ah nee. Da. FD Install Exe. Das mache ich jetzt nicht. Das installiert FD RAW CMD.sys in Windows rein. Das ist hier Windows XP. Das habe ich ja schon gemacht.
Das braucht ihr unbedingt und dann dieses Flow-Image, wie auch immer Gedönse. Das starte ich, das sieht dann so aus. Und wenn ich jetzt eine PC-Floppy nehme, mache ich mal so hier, das ist PC-Floppy. Ich habe von diesen Disketten habe ich einen ganzen Stapel. Also eine und dieselbe kommt aus irgendeiner Firma oder was, keine Ahnung. Ist eine HD-Floppy, weil hier das Loch drin ist. Da ist ein Loch drin. Kann man das sehen? Da ist ein Loch. Wenn ich das reinstecke, kann ich hier einmal A scannen. Also jetzt sagt er schon ST. Ach nee. Da unten PC-Format 1440K, FAT 9, Cluster 1, bla bla bla. Funktioniert, glaube ich, auch so. Was aber besser funktioniert bei mir, müsst ihr mal ausprobieren, ist, wenn ihr bei der Diskette, und dafür nehme ich jetzt so meine erste Diskette, die ich schon fertig habe, das Loch abkleben, beide Seiten, dann ist es eine DD-Diskette mit 720 Kilobyte PC-Format, also MS-DOS. Wenn ich die jetzt reinstecke, dann gehe ich nochmal auf den Monitor, ich hoffe, man kann das sehen. Gehe ich nochmal auf A. Dann sagt der Sektor Track 10 und wie auch mal Sektor FAT 5, Sektor Cluster 2, DIR 7, wie auch immer. Und dann kann ich auf das Image-File gehen. Das habe ich mir hier schon gemacht. Das ist das Image-File ZEC1ST. Ich habe das umbenannt, damit ich das hier sehen kann. Da zeige ich das nämlich nur sehr kurz an. Und dann Image to Floppy. Und dann läuft unten ein Balken durch. Und das hier. Denkt mal, man kann es sehen. Zumindest hinten an der Spindel sieht man, dass es sich dreht. Schreibt er jetzt das Image auf die Diskette. Und dann stecke ich das Ding einfach in den Amiga, in den Atari. Und dann läuft das. So habe ich mir meine deutsche Diskette gemacht. Meine halbwegs deutsche, ist keine direkt deutsch, aber so habe ich sie jetzt auf Deutsch gekriegt. Da brauchte ich einmal die englische Version, damit ich diese Startdateien habe und dann einfach die deutschen Dateien drüber kopiert. Weil mit mit LFL kann er ja direkt nichts anfangen, da muss ich ein Programm haben, PRG oder wie das heißt. Dann geht das mit einem Atari. So, dann ist er nachher gleich hier durch, das dauert eine Weile hier und dann ist die Diskette, formatiert er dann auch gleich und kann hier noch irgendwie ST to MSA, ich weiß nicht, was MSA ist, Microsoft A oder was, keine Ahnung. Hier ist noch File Transfer. Help, File Transfer, wie kann man da jetzt Dateien drüber kopieren? Kann ich auch die Dateien so, die Files auch so rüber, habe ich noch gar nicht ausprobiert. Das ist die Disketteninhalt. Add Files. Aha. DE One Disk. Aha, Programm TOS. Es geht nur. Programmdateien. Oder was? All Files. Ja, Ghost and Goblin ist klar, aber ich will mal gucken. No Place for File. Ja. Aha, man könnte, hätte ich auch direkt hier machen können. Extract. Destination. Aha. New Folder. Internet. Aha. Ja, egal. Soweit habe ich hier nicht reingeguckt. Floppy to STT und das ist ST to MSA. Er macht aber nichts auf dem Diskettenlaufwerk, wenn ich da drauf klicke. Naja, gut. Aber dann ist das die Diskette geschrieben. Und
Ich weiß nicht, ob ich sie hier gelesen kriege. Ich glaube nicht. Nee, er rattert zwar auf der Diskette rum, aber gleich sagt er mir, nicht formatiert. Datenträger ist nicht formatiert, jetzt formatieren, bla bla. Er kann, also Windows kann sie nicht lesen. So, ich nehme sie mal raus. So, ist egal. So, das wäre das Prozedere. Ich verlinke das mal unten, was ihr dazu braucht. Wie das funktioniert, müsst ihr euch selber ergoogeln. Ich habe euch jetzt mal gezeigt, wie ich meine deutsche Diskette gebastelt habe. Also, es ist relativ einfach, aber auch ein bisschen umständlich, weil das Kopieren dauert ein bisschen auf dem Emulator ein bisschen, reagiert auch relativ träge, da ist die echte Hardware ein bisschen besser. Okay, also danke fürs Zugucken, tschüssi.